In dem Level, wo ich nicht weiß, wo es hergeht. Wir müssen ja auch irgendwie da hochkommen. Aha. Ist aber nicht, dass ich da hinkomme. Okay, jetzt komme ich also hier hin. Oder... Ich muss mal in Ruhe hier einsammeln. Toll. Gibt's nicht eine... Andere Schule gibt's auch nicht. Da muss ich. Bam. Okay, wie kriegen wir jetzt... Krieg ich die da kaputt? Ich muss jetzt nicht ganz einfach runterrennen, um da was zu holen, oder? Ah, ich muss auf jeden Fall auch auf die andere Seite. Na, schau ich schon mal aus. Erstmal geht's rein. Guten Tag. Ah, ich kann dich auch so erwischen, dann. Ich muss treffen, nicht du. Ah. Eintreten, Kamerad. Macht Meister James White. Ah. Der wird gebraucht hier. Machen wir noch nicht. Ich will erstmal das Level hier so einigermaßen fertig kriegen. Okay, jetzt so langsam, aber sicher bräuchte ich Sparks wieder. Krache! Ich verarsche jetzt. Ich brauche ein Schaf. Wo kriege ich ein Schaf jetzt her? Ach, das ist der Rückweg, oder was? Gehe ich erstmal nochmal hier rein. Haben wir für einen Spark. Ich habe mit meinem Hauswolf Farley Fangen gespielt und als ich aus Versehen seinen Ball in dieses Loch geworfen habe, ist er hinterhergesprungen. Jetzt steckt er dort fest und ich kann nichts machen. Ich sitze hier und höre sein immer leiser werdendes Winseln. Nicht weinen, lieber Wolf, nicht weinen. Du bist merkwürdig. Hey Wolf. Gibt's hier Schafe irgendwo? Haben die Quietschend jetzt aufgenommen oder nicht? Er wird nicht hochgezogen, aber ich. Nee, ich weiß genau, was ich hier machen muss. Nicht dagegen werfen, sondern ich muss da oben hin und der Wolf muss da drauf. Wie viele Schafe haben wir eigentlich jetzt mittlerweile? Wow. Das war jetzt nicht so schlau. Komm, hol's hier. Scheinbar darf man nicht so weit werfen. Das ist ein Hund, der nicht weit laufen will. Also noch da. Jetzt nach da.
Sollte eigentlich funktionieren, oder? Ja. Habt ihr Angst? Vor dem Drachen? Okay, daher kann man es verstehen, aber ein Schaf. Achso, der jagt ihn. Warum hast du zu früh auf den Boden? Hey. Der rannte mir einfach vor der Nase rum. Der Hund hat Spaß. Hopp. Komm, schnappe ihn dir. Jetzt alles mitgenommen. Ja, schon habe ich alles mitgenommen. Ein Edelschein. So. Genau. Feines Hühnchen. So. Alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt musst du nämlich da drauf. Ah, oh Mann. Nein. Genau, gib mal her. Kann das sein, dass ich jetzt... Da komm schon nie mit ihm hoch. Ja, weil der da nicht drauf geht. Hühnchen. Danke. Oh, was für ein Hühnchen, ey. Das Hühnchen ist mir sehr, sehr merkwürdig da. Hühnchen, was machst du denn? Oh mein Gott. Das Hühnchen bewegt sich kein Millimeter mehr, ne? Ja, ist ja schön, aber beweg dich! Was ist jetzt verkehrt? Spiel ist gebuggt oder was? Jetzt gib mir. Gib her. Irgendwas stimmt jetzt mit dem Hund nicht, oder? Sag mir nicht.
kann nicht. Warum kann ich ihn nicht wegschmeißen jetzt? Moment, muss ein Leben erzeugen. Also muss man das machen. Mann, was ist los hier, ey? Ich hoffe, ich habe jetzt kein Leben dadurch verloren. Ansonsten ist es ein magischer Hund nicht mehr. Ich war bei 25 oder 26 war ich. Ja, das war ein netter Hund diesmal. Das ist echt so eine Mini-Sache, die man macht. Bei Rock. Hey, und wie viel? Okay, ich glaube in dem Level verliebt. Der Hund ist der Beste! Wo ist ein Hund? Ach, der hat keine Angst vor dem Hund. Das Bleibe sollte auch ein bisschen mehr Angst haben. Go, Hundi! So. Das gleiche jetzt nochmal. Du läufst jetzt dahin. Verdammter. Ist der Hund wieder falsch gelaufen? Och man, Hund. Wieso? Holen dir. Kann ich nicht dagegen diesen. Oh, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Okay, jetzt muss ich runter. Nochmal da runter. Okay, jetzt ist es zu spät. Was ich jetzt gedacht habe, ich könnte vielleicht so fliegen, dass ich es trotzdem erwische. Mann, jetzt war ich kurz davor, das zu erwischen. Dann geht das Ding nun wieder runter, weil der Hund weitergelaufen ist. Ey, das ist doch unglaublich. Was ist das für ein Hund? Ein ziemlich dämlicher Hund, muss man nicht mal definitiv sagen, mal. Gib Kügelchen, danke. Schnapp. So. Da, schnapp. Ja, man merkt vielleicht, dass ich ein bisschen angepisst bei dem Hund bin. Also, es war schön, dass ich hier Spaß hatte mit den Leuten. Aber er steht mir im Weg, macht da nur Blödsinn da oben mit dem einen Ding. So kommen wir nicht mehr raus. Wo kann es nicht weitergehen? Hopp, der Hund ist so steinhart. So, ich muss hier drauf. Dann genau ziehen, bitte. Jetzt bleibt das Ding mal oben. Nein! Hund, bleib oben. Bleib oben. Ich hoffe, der kriegt gleich ein neues. Ich habe es einfach weggeschmissen aus Versehen. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte. Alter, du Hund! Bring mir nicht dieses scheiß Gummibällchen vors Gesicht. Lauf weiter. Gott sei Dank, endlich. Also wenn das hier drei Folgen mit einer Dings wären, ist das gar nicht schön.
Na, keine Sorge. Komm. Hey! Da hast du deine komische Töle wieder. Oh, du hast Farley gerettet. Wie kann ich dir jemals danken? Gut, ich könnte dir dieses alte Ei geben, aber Farley hat schon darauf rumgekaut und es angesabbert. Aber der Gedanke zählt, richtig? Richtig. Lies. Stimmt, das war ja gar kein Ding, das war ein Wolf. Für mich wär's ein Hund. Dieses Level ist echt so ein Hilfe-Level, ey. Ach, du bist ja auch da. So, ich muss irgendwie da hochkommen. Spiel einfach mal was. Was dafür gedacht ist, weiß ich nicht. Aber es funktioniert. Ah, hat der Typ sich wieder aufgelöst. Ich hab meinen Freund verloren. Oh, noch ein Dingsfeld. Das machst du toll. Such bitte auch den Rest der Knochen, damit wir meinen Freund zusammensetzen können. Ja. Aber ich muss doch irgendwo. Der geht doch. Ah, stimmt. Ich glaube, der geht erst, wenn wir das Level von diesem Bob da gemacht haben. Dann kommt dieser Balken, womit wir machen können. Also zum. Ne, Bright. Eintreten, Kamerad. Wachtmeister James Bright. Ich kann die Türme und Perimeter der Inseln patrouillieren, wann immer du willst. Ach, stimmt, ja. Ja, ich weiß nicht genau, was wir jetzt machen. Wir machen das gleiche mit ihm weiter. Stimmt, und der kann die nochmal locker verprügeln. So war's doch. Muss aber schon die Knochen finden. Oh, das Level zwar viel, viel zu lange. Und im Endeffekt ist am Schluss egal. Na, no, Knochen. Wie viel früher reingehen müssen. Sturzflug. Bam. Nicht das scharfe Schaf. Hey, ziel doch mal richtig. Jetzt haben wir 4 von 8. Feuer! Nochmal Feuer! Die kriegen wir ja so. Höher, 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 höher. Warum bleibst du denn stehen? Wow. Ballonzerplatzer! Ich glaube, mache irgendwie 20 Ballons mit dem kaputt. Ah, da haben wir doch einen. Das heißt 5 von 8. Alter, wenn ich jetzt genau auf die Uhr sehe, bin ich jetzt schon 3/4 Stunde mit dem Level hier dran. Das ist jetzt kein Joke, das ist wirklich so. Da ist einer.
Hier sind Edelsteine. Und auch einer von denen. Wie viele Edelsteine fehlen mir noch? 14. Die können auch hier überall sein. Da sind noch ein paar. Oh ja, haben wir alle Edelsteine. Jetzt fehlt uns nur noch ein Knochen. So. Wo waren wir noch nicht? Also, der Machtmeister ist hier für das Level viel besser gedacht als Pyro, ey. Da waren wir drin. Manchmal ist die Kamera echt übel, ey. Boah, Kamera. Bleib doch nicht mal hinter dem. Moment, ich muss kurz die Kamera noch umstellen. Es gibt eine Karte? Passiv. Wo ist die Karte? Ah, cool. Muss ich gar nicht. Ist ja so ein bisschen eigentlich wie... Man weiß genau, wo man wo hier was sein kann. Kam ich bis da oben hin? Mit Pyro. Ja, kam ich. Muss da suchen, wo es Pyro nicht hin kann. Vielleicht hier. Hier, das ist für dich. Es sollte ein Andenken sein, aber meine Koffer sind schon voll. Okay, Oger Ralf. Tja. Mein Freund fühlt sich schon viel besser. Oh nein, er tanzt wieder seinen Knochentanz. Dann zerplatzt er wieder am Ende, oder? Ah, wie kommt das wieder? Moonwalk. Ja, danke. Aha. Welcher Schatz ist das wohl? Karte muss aus. So. Kann ich auch mit dem das Level verlassen oder muss ich mit Spyro durch das Level? Die Hauptaufgabe des Levels war es ja eigentlich ja nur, die Statue kaputt zu machen. Jetzt flattert er die ganze Zeit weiter. Ah, nun ist Spyro wieder da. Oh mein Gott. Hat echt Ewigkeiten gedauert, das Level. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass es so lang dauert. Aber okay. Aber okay, ich konnte vorher nicht wissen, dass ich am Schluss diese Pinguine nochmal habe, weil das ist ja glaube ich schon drei Jahre glaube ich schon so her, dass ich Teil 3 damals gespielt habe, oder zwei, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall ist schon eine enorme Zeit vorbei. So, dann bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Level dabei seid. Das müsste, wenn ich mich nicht täusche... Oh, hoppala. Mal Sümpfe sein. Das Sümpfe ist auch nicht gerade einer der schönsten Level. Deswegen, ja. Wenn wir es das nächste Mal machen, gucken, wie lange wir dann brauchen für die restlichen 3-4 Level. Eigentlich müssten es sein. Bis dahin. Ciao.